Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Bergt, wo ist er denn? Sieh ich ihn, da ist er. Ja. Herr Bergt, ich finde das, ich weiß, das ist üblich, dass man erst mal draufhaut und sagt, mein Gott, warum macht das? Aber jetzt macht die CDU-CSU mal einen soliden, vernünftigen Antrag. Und euch fällt nichts anderes ein, euch zu nörgeln und ihr macht es besser, dann sind da Punkte drin, wo eigentlich ihr dauernd gefordert habt. Ja, seid doch froh, naja, nicht alles. Seid doch mal froh, dass offensichtlich die Erkenntnis in diesem Haus inzwischen so groß ist, dass es eine große Einheit gibt, dass wir diese Speichertechnologien voranbringen müssen und dass wir das gemeinsam hinkriegen müssen. Da verstehe ich das Nörgeln, tut mir leid, Herr Berg, überhaupt nicht an dieser Stelle. Klar ist, der Ausbau der Energiespeicher ist eine zentrale Aufgabe, wenn die Energiewende gelingen soll. Der Antrag scheint mir an dieser Frage sehr solide. Ohne Speicher wird sich übrigens die Abregelungen in der nächsten Zeit, wenn wir es nicht vernünftig hinkriegen, deutlich erhöhen. Wir haben in den letzten Jahren da schon sehr viel Geld sinnloserweise ausgegeben, denn durch die entsprechenden Entschädigungszahlen haben wir im Jahr 2023 550 Millionen und im Jahr 2022 schon 146 Millionen bezahlt. Wir können uns also eine solche Kostenausgabe für nichts nimmer leisten. Und deshalb ist der Antrag der CDU vollkommen richtig, in den Bereichen voranzugehen. Und statt sich darüber zu freuen, dass die jetzt auch so weit sind, waren sie nicht immer, muss ich auch mal sagen, nörgelt ihr dran rum. Das ist ein bisschen schade. Zweitens, wenn wir das Problem lösen wollen, brauchen wir zwei Dinge. Einmal Netze ausbauen, zweitens Speicher ausbauen. Dann wird überschüssiger Strom eben zum Beispiel in Elektrolyseanlagen fließen. Und über Elektrolyseanlagen haben wir dann auch die Möglichkeit des Speicherns und können tatsächlich eine weitere Technologie voranbringen. Also ein bisschen mehr hinhören und nicht einfach draufhauen. Danke.